Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute wollen wir uns eine wundervolle Themenkomm von ESG anschauen, die da lautet Press R to Win. Eine sehr, sehr komplizierte Technik in League of Legends. Denn dieser Finger, der muss die Taste auch finden und ein bisschen zur richtigen Zeit drücken. Und das bedeutet, die ESL-Meisterschaft hat gerade begonnen. By the way, jeden Mittwoch, 19:30. Und im ersten Spiel wurde ja das Finale wiederholt. ESG ist gegen Atrok angetreten und es war ein Fest. Und ESG hat eine Strategie bzw. ein Teamcomp gewählt, wo Xium interviewt meine, das ist die AIDS-Comp. Ja, das ist natürlich etwas, was ich nicht in den Titel schreiben kann. Aber es kommt dieser brutalen Krankheit ziemlich nahe. Dröseln wir also den ganzen Spaß auf. Was hat denn ESG hier zusammengebaut? Denn diese Composition hat ihnen zum Sieg verholfen. Denn die Champions, die sie gewählt haben, waren einerseits Irelia auf der Toplane, den guten Nocturne im Jungle, außerdem Gangplank Mitte, Six auf der ADC-Position und Rakan als Support. Das ist erstmal das Grundgerüst, mit dem sie arbeiten. Und die Press-R-Kombo ist natürlich quasi mit ihrem Namen schon erklärt. Du drückst R, okay? Du kombinierst die Ultimate. Das Ganze wird natürlich gut getimed sein und es kommen noch weitere Faktoren hinzu. Schauen wir uns aber erstmal ein paar Teamfights an und kriegen dadurch natürlich raus, was denn diese Komposition so ein bisschen ausmacht, worin die Synergie vielleicht liegt. Denn im Prinzip hat jeder Champion eine Ultimate, bis auf Udyr. Und im Prinzip kann ja jeder R drücken, aber hier ist die Synergie wirklich wundervoll. Denn als Engage-Tool dient erstmal der Nocturne an sich. Denn der schafft nämlich zwei Dinge gleichzeitig. Nicht nur, dass er eine brutale Eröffnung hat mit, ja, Argurin, baut halt nur Damage, okay? Es ist halt wirklich... Es ist ein Böllerbus, ein Fliegender, sondern es ist der Follow-Up, der geleistet wird. Das heißt, die Press-R-Comp ist hier mehr oder weniger auch eine Follow-Up-Comp. Denn der Six und der Gangplank haben natürlich mit ihren Ultimates nicht nur einen gewaltigen Einschlagradius, sondern auch eine sehr hohe Range. Das bedeutet, Nocturne hat die große Problematik, dass wenn er in einen Fight engaged, meistens sehr weit abgeschlagen ist von seinem Team. Er braucht also einen guten Follow-up. Er will nicht alleine sein. Das heißt, Argurin ist ja sehr damage-fokussiert, macht also unfassbaren Schaden, ist aber butterweich. Um diese Weichheit zu kompensieren, braucht er Hilfe in irgendeiner Art und Weise. Galio ist zum Beispiel ein interessanter Kandidat, weil er Nocturne gerne hinterherfliegt. Hier setzt man auf massiven Damage. Das heißt, die Nocturne Ultimate ist nicht nur ein Engage-Tool oder ein Catch-Tool, sondern die Vision wird eingeschränkt, was der GP-Ult und der Six-Ult Platz macht. Na, denn diese sind schwerer zu lokalisieren und führen zu massiven Damage. Die Ultimates, die Brücke hier in das Team reingedonnert hat, waren insane. Diese 6 Ultimates, und ich habe sie hier mal so aneinander geschnitten, Alter, das ist doch nicht mehr normal. Dieser Schaden ist einfach stupid as hell, was natürlich an seinem Farm und entsprechend auch an seinen Kills liegt. Okay, 6 macht nun mal viel Schaden, okay? Durch die fehlende Vision, die Nocturne aber indirekt erschafft, durch seine Paranoia, fällt es natürlich den Gegner schwerer, das Ganze zu dodgen. Das heißt, die Kommunikation ist so ein Stück weit eingeschränkt und du siehst nichts, okay? Naja, und diese Faktoren werden durch Rakan auch begünstigt. Rakan ist ein Dude, der sehr, sehr schnell folgen kann. Der natürlich nicht den Schaden mitbringt, das ist nicht sein Job. Aber er ist ein Supporter, der über mehrere Dashes verfügt und somit natürlich auch wunderbar an den Gegner rankommt, mehr CC bietet. Und diese CC ist wichtig, damit natürlich Nocturne länger überlebt, damit seine Bedrohung auch weiterhin CC'd ist oder gar stirbt. Beziehungsweise er den Vorbereiter für Gangplank und für Six spielt. Denn der Follow-up von Gangplank über die Ultimate ist super nice, gerade weil sie noch slowed und Nocturne es noch mal leichter macht, sondern die Fässer haben natürlich auch eine gewisse Range und einen gewissen AOE-Damage. Na, und Irelia ist diese kleine Brücke dazwischen, denn auch sie ist sehr, sehr mobil, kann wunderbar hinterher, kann also auch einen Follow-up leisten, der bei dieser Engage-Comp sehr wichtig ist, sondern sie dient auch als Clean-Up. Wenn Irelia die Ultimate auf mehrere Leute trifft, und das können wir jetzt bei der ESL-Mannschaft auch bei den Worlds beobachten, dann ist GG. Dann zischst du einfach mit den Qs durch das gesamte Team und last hittest die Leute einfach mit diesem Spell. Deshalb passt sie auch wunderbar in die Composition an sich rein. Ist natürlich nicht immer garantiert. Irelia hat eine sehr hohe Prio bei vielen Teams. Ja, aber hier ist es nochmal passiert und ESG hat nach ihrer Strategie gespielt. Das bedeutet, das gesamte Game hatte einen relativen Engage-Rhythmus. Wenn alle Ultimates zur Verfügung standen, hat man quasi gehofft, dass sich irgendwo Varus blicken lässt. Denn es ist auch so ein kleines bisschen Anti-ADC kommt, denn er war fast immer das Ziel. Man hatte zwar Thrash noch als Verbündeten, was manchmal sehr nervig war. Das bedeutet, er konnte mit der Laterne sich nicht selten retten. Oder Nocturne musste sogar ein anderes Ziel, wenn er das gesagt hat, na, Thrash kann eh mit der Lantern arbeiten, ich engage einfach direkt auf ihn. Und das hat nicht selten funktioniert. Natürlich muss man sagen, dass Atrok hier aber auch in der Lage war, diese Komposition so ein bisschen gegenzudrücken. Das heißt, ESG hat ja nicht nur darauf gesetzt, dass sie R drücken können, sondern auch über die Laning Phase kommen. Das heißt, diese Champions setzen sich aus Trinity Force Kandidaten zusammen, die von Natur aus gute Power Spikes haben, mit Gangplank und Irelia. Diese Komposition scaled an sich sehr gut. Ja, Gangplank, Irelia, aber auch Six scalen ziemlich hart ins Late Game. Und Six muss man natürlich speziell hervorheben, ist ein Comfort Pick
für Bröki und auf der anderen Seite natürlich auch ein Chebet mit einfachen Power Spikes. Ludens Echo ist nun mal völlig busted, wenn man es mit anderen ADC-Items vergleicht. Und Varus ist ja noch ein ziemlich netter Kandidat, wo jedes Item auch einen guten Power Spike gibt, aber Ludens und 6 ist GG. Plus natürlich, dass der Engage von Atok auch ziemlich schwach ist im Vergleich zu dem, was im Prinzip ESG vorhatte. Das heißt, Atok hat ja im Prinzip ganz gut erkannt, was die Schwächen dieser Comp sein könnten. Ne? Denn sie haben hier mit Phones einen ziemlich soliden Split-Pusher gehabt, okay? Fiora war in dem Game absolut insane, super viele Kills bekommen, aber das Problem ist, dass eine Split-Push-Comp gut exekutiert werden muss. Und die restlichen 4 Teammitglieder hatten so ihre Probleme gegen den doch recht harten Engage, mehr oder weniger, den ESG zur Verfügung hat, klarzukommen. Das bedeutet, hier treffen genau 2 Welten, 2 Kompositionen aufeinander. Die einen wollen Split-Pushen und die 4 Mann wollen ihre Ruhe haben. Und die anderen wollen einfach R drücken, ne? Und das hat hier ESG, wie gesagt, gut gemacht. Die Komposition ist auf jeden Fall nicht flawless. Sie hat ihre Fehler. Sie hätten hier besiegt werden können, wenn besser um die Fiora gespielt worden wäre. Na, es waren so ein paar kleine Teleport-Fails dabei, die sehr, sehr viel gekostet haben. Gerade auch Fights am Baron. Ging unterschiedlich aus, würde ich mal sagen. Aber generell hat ESG hier eine Komposition gezeigt, wo Synergie wichtig ist. Was wahrscheinlich fürs Executen im Solo-Queue relativ schwierig ist. Da muss man sich ja im Chat und sowas absprechen. Aber hier muss man auch sagen, solltet ihr Nocturne im Game haben, beziehungsweise schon in der Pick-and-Bun-Phase, denkt daran, wie kann ich ihm folgen und was für ein Champion kann das Ganze gewährleisten. Na, ein Galio kann direkt hinterherfliegen. Auch ein Jarvan hat zum Beispiel einen sehr, sehr guten Follow-up, der flott ist. Na, auch Rakan ist, wie gesagt, von Natur aus schnell. Aber ein GP und ein 6, die sind schlichtweg stupid. Weil sie sind in der Lage, direkt mit ihren impactstarken Ultimates schon mal vor Ort zu sein und dann natürlich hinterherzukommen und weiteren Schaden zu bringen. Und das hat hier auf ESGs Seite wirklich gut geklappt und am Ende des Tages konnten sie sogar den Sieg holen. Ist eine klassische AIDS-Comp und sie hat hier hervorragend funktioniert. Well played. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.